Und willkommen zu einer weiteren Folge von Shadowkeep. Ja, diesmal nicht in ein Stück aufgenommen. Weil ich in der letzten Zeit krank war und ich immer noch ein bisschen krank bin, bin ich wieder da und wir machen direkt weiter, wisst ihr? Scheiß auf krank sein, wir machen direkt weiter. Wir sind ja da stehen geblieben, wo wir die Albträume besiegen müssen. Die drei. Ich denke, wir machen direkt hier den am nächsten. Es steht nicht welcher, deswegen wird es wahrscheinlich eine Überraschung. Wir müssen ja die drei Traumflug-Rüstungsteile bekommen und die bekommen wir nur von den Albträumen. Wir haben ja letztes den Kryptoglyph gefunden und mit dem können wir die Teile dann bauen. Oh, Kaido spricht? Okay. Dann kann ich ja sprechen. Gut, also, was stand da gerade? Jage den Albtraum von Skolas. Ja, Skolas? Ich glaube, Skolas war so ein Gefallener. Aber das glaube ich jetzt nur, weil er so ein gefallener Schiff ist. Ja, Albträume? Ich bin schon wieder Jäger gewöhnt, sorry. Ich auch gerade ein bisschen ruhiger, weil ich auch immer ein bisschen kränklich bin, aber wie gesagt nicht so krass. Gut. Oh, das Schiff erinnert mich an was. Verriedercatch. Diese Albträume überall. Das ist ein großer Urheber, aber der macht das nicht. Die zerlegen die einfach. Ja, Material. Da sind wir diese Heilungspunkt-Dinger. Brauche ich auch. Ich brauche die auch nicht. Konnte ich nicht mit dieser Taste. Mit irgendeiner Taste kann ich einfach so Staubfahrer machen. Da kann dann wieder dieser Boost kommen. Hallo? Ey, dieser Boost kommt gar nicht. Das ist verschieden. Okay, jetzt. Genau, jetzt. Jetzt hat er wieder irgendwie ausgefallen. Das ist irgendwie auch nur so zufallsbasiert. Ich probiere es jetzt bei denen einfach. Ja, jetzt geht's. Tatsächlich. Das ist auch irgendwie nur zufällig. Richtig komisch. So, nur noch weg. Gut. Dann sind die auch weg. Ich überall diese Elektronen. Oh, ich glaube, da ist der Boss. Dann gehen wir mal schnell dahin. Da vorne ist der Albtraum von Skolas. Er gehört uns. Albtraum von Skolas.
Okay. Wenn wir näher geschwächt ist, dann werden wir diese Alpen. Harris, unser letzter Albtraum war Skolas. Er ist erledigt. Komm zu mir, wenn du bereit bist. So, weil die Folge jetzt zu kurz ist für mich. Oh, warum ist das Portal da noch? Oma. Ich weiß nicht, wenn ich da. Aber ich glaube, da ist ja jetzt eh nichts mehr, oder? Da gehen wir einfach mal rein. Aber weil die Folge jetzt zu kurz ist, machen wir noch die Essenz. Dann haben wir direkt das Rüstungsteil und können in der nächsten Folge den nächsten Albtraum machen, dann wieder die Essenz und nächster Albtraum da. Versteht, was ich meine. Ne, ist nichts hier. Okay, dann würde ich sagen, dass wir für die Albträume zur Hafen der Sorgen und K1 Offenbarung machen. Denn da sind sehr viele Albträume. Gut. Hier ist er. Oder? Nee, das war weit dahinter. Ach nee, da hinten ist er. Hier ist er. Meine Güte. Gut.
gut. Ja, es ist halt, wie gesagt, da sind sehr viele Albträume und generell sehr viele Gegner. Deswegen kann man da immer sehr gut, ja, hingehen. Ich wollte C drücken und auf einmal drückt er F. Finde ich peinlich. Aber ich bin auch kein Titan, muss ich ehrlich sagen. Titan spiele ich am wenigsten. Habe ich vielleicht auf Stadia sehr häufig gespielt, aber hier auf meinem Main-Account überhaupt nicht. Also wirklich, da bin ich überhaupt nicht gewöhnt. Bräuchte ich denn nur noch die Gott, mein Scheiß weg. Genau, die Heilbungsblumen, die heißen. Hab ich immer noch. Ja, dieser Sektor ist ein bisschen anders, weil sonst kann man halt noch diese Kristalle da stellen. Muss einer, kann aber auch wenn die rumzuschreien, ist ja schrecklich. Ja, man muss da diese Hexen besiegen und dann kann man diese Kristalle da zerstören. Hier waren es, ich glaube, nee, ein von drei. So. Genau. Der letzte zählt ja nicht wirklich. Der wird ja freigeschaltet, wenn man die restlichen vier weggeht. Dann kann der mal aufhören, hier immer rumzuschreien. Das ist ja schrecklich, Alter. Nur der spricht das einmal an. Ich glaube, ich sollte die Fresse einlegen. Immer wenn ich was sage, schreit er rum. Was ist mit dem noch los? Aber ich sag was und der schreit hier rum. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich will hier nur Kristalle wegmachen. Junge, wieder rumschwimmen, Alter. Meine Güte. Kleine Kinder. Immer. So. Ich muss hin. Ja, vielleicht kurz hin. Ist doch jetzt gut. Meine Fresse, wie auch wer den Software. Geht aber ab. Ja, Junge, Alter. Ich glaube, der hat ja wirklich keine Lust mehr auf mich. Einfach weggebrutzelt. Jetzt komme ich an. Zack. Ach, nicht so viel.
hier noch einen Albtraum gesehen. Das stört mich an diesem Sektor noch, dass nach dem Boss noch so viele Gegner kommen. Ja, bitte nur Daumen. Ja, ist doch jetzt gut. Okay, es kommt noch mehr. Noch mehr, Alter. Da hinten sind noch Snipers. Ja, was sind noch? Die Rufschrei. Ja, jetzt glück doch endlich. Meine Fresse, ey. Die gehen mir echt auf den Sack. Oh, es kommt noch mehr. Jetzt waren ja nicht genug. Gott. Wo können jetzt diese Kack-Snipers bitte gehen? Jetzt kommen hier nicht. Alter, dieses Move nicht mehr. Okay, jetzt kotzt mich an. So, komm ich jetzt hier hoch. Danke. Oh. Oh, das ist recht gut. Ja. Haben wir eine Ausrüstung. Ich sehe zwar hässlich aus, aber ey, mir ist der Titanring echt scheißegal. Ah, was ist noch drin, ja. Machen wir eh noch die Rüstungsteile. Gut, wie viel Prozent haben wir denn? 47. Boah, das ist eigentlich viel. Dann gehen wir nochmal in Schützenlinie und machen da den Sektor. Ah, aber das cutte ich jetzt raus, weil das ist jetzt eigentlich nur noch Sektor. Also, bis gleich. So, Leute. Hab's geschafft. Meine Güte, am Ende hat das echt genervt. Gut. Jetzt müssen wir nur noch Impuls, warte ich, hier was, nicht genügend Platz hier, ich hab Platz, okay, jetzt hab ich Platz, so, let's go. Die Stadt schläft. Und was brauchen wir? Die Schar nicht. Ne? Jetzt, ungeduldig eine Geste. Neue Berechnung. Poland hat sich im Chaos auf Luna wiedergefunden. Er hat die Neugier aufs Unbekannte immer schon an oberste Stelle gebracht. Okay. Das Pult der Bezauberung vibriert vor Energie und gewährt dir Ausrüstung, um gegen die Albträume zu kämpfen. Um die Pyramide. Gut, ein Helm. Der sieht cool aus. Okay, das war der Albtraum von Tanix. Von Solgas. Skolas, genau.